So, also wir hatten ja mit den Prozessmodellen angefangen. Prozessmodelle sind dazu da, um uns zu sagen, wer was zu welchem Zeitpunkt tun muss. Welche Aufgaben, wie sie aufgeteilt sind, wer an wem berichtet, wer Chef ist, welche Ergebnisse erzielt werden müssen, welche Qualität erzielt werden muss, wie man es macht. Ja? Und die derzeit bekanntesten Methoden oder über die am meisten gesprochen wird und die auch jetzt in der Wirtschaft angekommen sind und gibt jede Menge Kurse drüber, sind zwei verschiedene Methoden, die wir heute besprechen werden, nämlich das Extreme Programming und das Scrum. So, die Agilisten, also die Leichtfüßigen, haben nämlich neue Prozessmodelle erfunden, die man gewissermaßen als Gegenreaktion zum Wasserfall sehen kann, nämlich das Wasserfallmodell. Schwerfällig, viele Dokumente, viel Arbeit, kann auf Änderungen nicht reagieren. Erzeugt manchmal, wie ich Ihnen erzählt habe, sinnlosen Code. Das wollte man mit den agilen Methoden verhindern oder umgehen. Da gibt es sogar ein agiles Manifest. Da werden diese fünf Wahlsprüche dargestellt, die sagen, Individuen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Wir legen also Mehrwert darauf und laufende Software ist uns wichtiger als vollständige Dokumentation. Das ist ein bisschen komisch, aber Sie sehen schon den Stachel gegen Wasserfall und Ähnlichem. Kundenmitarbeit wichtiger als Vertragsverhandlungen. Ja, wir sprechen lieber mit dem Kunden und machen mit ihm was aus, als dass wir alles auf Papier bringen und es unterschreiben. Und wir wollen auf Änderungen vorbereitet sein und auf Änderungen reagieren und das ist uns wichtiger als Verfolgen eines Planes. Plan, sprich Prototypmodell, Wasserfallmodell, V-Modell, V-Modell XT und sowas. Ja? Das ist diese Gedankenwelt. Jemand hat auch mal gesagt, das ist so eine richtige anarchische Gegenbewegung. Die Cowboy-Programmierer wollen jetzt auch mal was sagen. Mal schauen, was die machen. Ja? Die agilen Prozesse sagen also, wir sehen, dass wir mit einem Minimum an Vorausplanung auskommen. Die Planung erfolgt inkrementell. Wir machen keinen riesigen Plan am Anfang, den wir dann Schritt für Schritt abarbeiten, sondern wir machen auch die Planung inkrementell. Wir vermeiden unterstützende Dokumente, wo sie nicht erforderlich sind. In Klammern, wenn der Kunde sie haben will, dann machen wir sie natürlich, aber wenn der Kunde sie nicht braucht, dann sind sie nur Ballast. Schnelle Reaktion auf Änderungen, wenn dem Kunden was Besseres einfällt, was anderes einfällt, dann sollen wir darauf reagieren können und nicht sagen, das hast du aber anders geschrieben in der Anforderungsliste und das haben wir unterschrieben, da können wir jetzt nicht dran ändern. Nein, das ist nicht die Vorgehensweise, die wir haben wollen. Außerdem soll der Kunde bei der Entwicklung mit dabei sein. Wie genau, sehen wir dann gleich. Das soll sogar am gleichen Ort sein wie die Entwicklung. Und da gibt es mehrere Vertreter und die wir uns anschauen werden, das ist das sogenannte Extreme Programming, das Scrum. Extreme Programming ist schon ein nettes Wort, denn es ist abgeleitet von der Idee des Extreme Sports. Ja. Und Scrum, es kommt aus dem Rugby. Ja. Wer weiß, was ein Scrum ist? Ja, Karl? Der Ball ist in der Mitte, also wie gesagt beim Rugby und dann haben Sie vielleicht schon gesehen, da wollen die Stärksten sich um den Ball balgen. Das ist der Scrum, aber das Wort selbst bedeutet nichts anderes als wie Gedränge. Ja? So, jetzt schauen wir mal. Was sind die Praktiken des Extreme Programming? Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Die letzte wird Ihnen ganz gut gefallen, nämlich die 40-Stunden-Woche. Muss ich auch nicht viel darüber verlieren. Interessante Praktiken sind das Paar-Programmieren. Da wird jede Zeile Code zu zweit geschrieben, am gleichen Bildschirm, an einem Bildschirm mit einer, manchmal auch mit zwei Tastaturen. Wir haben die sogenannte testgetriebene Entwicklung, das dauert ein bisschen länger, bis ich das erklärt habe. Inkrementeller Entwurf, es wird das Gegenteil von dem gemacht, was ich Ihnen immer vorgebetet habe, nämlich kein vorausschauender Entwurf, der es mir erlaubt, zukünftige Änderungen einfach zu machen, sondern wir sagen, wir machen einen Entwurf, der minimal ist, der gerade die Anforderungen, die wir jetzt erfüllen müssen, ausreicht.
Und wer weiß, ob wir das in der Zukunft die Erweiterungsmöglichkeiten, die wir einplanen könnten, über die wir überhaupt wollen, ist also verschwendete Zeit, machen wir gar nicht. Stattdessen, wenn der Entwurf sich dann herausstellt, dass es nicht gut genug ist, dann machen wir eben um, dann strukturieren wir eben um, bis er wieder schön ist. Das ist dann das sogenannte Refactoring auf Englisch. Ja? Iterative Planung, das ist auch sehr wichtig. Und bei dieser iterativen Planung bitte ich Sie, ein bisschen darauf zu achten und zu vergleichen mit dem, was im Scrum ist, denn die ähneln sich in dieser iterativen Planung und kurzen Zyklen, das sogenannte Planungsspiel, Planning Game, sind sich sehr ähnlich da. Aktive Beteiligung hatten wir schon, des Kunden hatten wir schon gemacht. Fortlaufende Integration heißt nichts weiter als jeden Abend, wie auch bei dem Microsoft-Modell, wird neu integriert. Alles, was gebaut wurde und fertig ist und getestet wurde, das wird jetzt allen anderen zur Verfügung gestellt. Es gibt natürlich auch Programmierrichtlinien, da muss ich nicht drüber reden. Jeder hat Recht, das Recht, den Quellcode, den gesamten Quellcode zu ändern, vorausgesetzt, er ist kompetent dafür, für diese Aufgabe dann, die in dem Quellmodul eben vorhanden ist. Und Dokumentation ist eigentlich keine vorgeschrieben, es sei denn, der Kunde will sie, bis auf die textuelle Beschreibung der Anwendungsfälle. Und die werden auf Karteikarten notiert. Wenn einfach Karteikarten, hat man so einen Stapel und dann sagt man, gut, den wenn wir die nächste Iteration Planung machen, entscheiden wir, welche der Anwendungen aus diesem Stapel von Anforderungen wir jetzt verwirklichen wollen. Die ziehen wir dann raus, arbeiten sie ab und fertig ist, dann kommt die nächste Iteration. Ja? Das ist die Idee jetzt im Schnelldurchgang, ein bisschen ausführlicher, Paarprogrammierung. Jeder Programmierer wird im Paar ausgeführt, sagte ich schon. Man sitzt an einer Tastatur, einer Maus und einem Bildschirm. Das heißt, die zwei müssen sich gewissermaßen balgen um die Eingabemöglichkeiten. Es gibt da eine mögliche Rollenverteilung, Fahrer und Beifahrer. Das heißt, der Fahrer hat gerade die Tastatur und gibt ein und denkt an den Blick und macht sie auch, während der Beifahrer denkt strategisch nach und sagt, okay, ist das überhaupt richtig? Es ist im Wesentlichen ein bisschen Vorausschau, nämlich was wird er jetzt gleich als nächstes brauchen? Welche Frage müssen wir als nächstes klären? Welche Bibliotheksaufrufe gibt es dazu? Oder auch macht das richtig, nämlich er führt im Wesentlichen ständig eine Durchsicht durch. Erinnern sich Durchsichten, Walkthroughs, unstrukturiert, aber so könnte man das sehen, dass das eine Möglichkeit der Zusammenarbeit ist. Es gibt noch eine weitere, so steht es im Buch. Ja. Untersuchungen über dieses Verfahren zeigen aber, dass es in vielen Fällen anders läuft, dass es nicht Rollen, zwei unterschiedliche Rollen gibt, sondern dass, wenn das Paar wirklich sehr gut mit zusammen funktioniert, dass es wie eine einzelne Person funktioniert. Das heißt, die beiden Programmierer oder Programmiererinnen verständigen sich sehr effizient und sehr kurz, so kurz, dass der Außenstehende gar nicht versteht, über was die reden, mit sehr kurzen Worten und sagen, aber da musst du noch da, ja, ich sehe schon, ich mache ja, das ist, und das, ja, klar, verstehe ich, ja, mache ich, und so weiter. Die machen gar nicht mehr, sprechen gar nicht mehr aus, was Sache ist, sondern sie arbeiten so konzentriert und so fusioniert, als wären sie eine Person. Ja, das ist eine andere Art und Weise. Aber ist es überhaupt gut? Das ist überhaupt gut. Ja? Also man weiß, dass Paarprogrammierung zu besserer Qualität führt. Warum? Naja, da ist eine eingebaute Review dabei. Ja? Außerdem kompensiert natürlich dafür, dass es keine Inspektionen und Reviews gibt. Es ist eine eingebaut, nämlich die Durchsicht. Ja? Wenn man aber jetzt vergleicht, Einzelprogrammierung mit Inspektionen versus Paarprogrammieren, dann ist der Unterschied nicht mehr klar. Ja, das heißt, es ist eigentlich egal, wenn Sie Einzelprogrammieren und nichts zur Qualitätssicherung machen, dann sind Sie schlechter. Wenn Sie aber Einzelprogrammierung mit Inspektionen durchführen, dann sind Sie genauso gut wie ein Paar in der Qualität. Ja? Die Kosten verdoppeln sich nahezu, und das ist klar. Ja? Um die Kosten auch noch reinzubringen, die eine Verdopplung des Personals erfordert, müssen sie doppelt so schnell programmieren. Das gibt es manchmal. Manchmal ist das beobachtet worden, aber das ist wirklich sehr schwer. Und meistens ist es so, dass sie etwa 80% der Zeit brauchen, die ein Einzelprogrammierer bräuchte, ein Paar. Das heißt also, sie brauchen eben nicht ganz doppelt so viel Zeit, und das sind Kosten. Wer soll die bezahlen? Ihre Firma will das wahrscheinlich nicht. Ja. Ferner hat man auch untersucht, wie nützlich das Paarprogrammieren ist,
wenn die Leute unterschiedliche Erfahrungen haben. Und da stellt sich heraus, dass das Paarprogrammieren eher den unerfahrenen Programmierern hilft, also wenn sie gerade aus der Hochschule rauskommen. Erfahrene Programmierer hilft es nicht. Es verlangsamt sie nur. Ja. Also die Euphorie aus der Paarprogrammierung ist jetzt ein bisschen raus. Aber wie gesagt, für Anfänger immer noch sehr nützlich, weil man dann voneinander lernt. Effizientes Testen und das testgetriebene Entwicklung, dazu komme ich jetzt gleich. Ja? Also man möchte zeitnah programmieren, das haben wir Ihnen schon beigebracht, JUnit-Komponententests machen, sie müssen automatisiert und wiederholbar sein, jeder Test muss automatisierbar, soll sogar Spaß machen, Testen soll so einfach und wie übersetzen sein, auf den Knopfdruck, naja, wir wissen es nicht ganz so, den Test muss man schon noch schreiben, aber mit Testarchitekturen wie JUnit und anderen geht das rasch und in der Tat, JUnit gibt es jetzt für alle Programmiersprachen, sei das jetzt C oder C-Sharp oder Python oder Fortran oder was Sie wollen. Es gibt für alle irgendwie ein X-Unit, ja, F-Unit, Smalltalk-Unit und so weiter, S-Unit und so weiter. Fehler finden nicht, ja, so. Testen bei XP, any program feature without an automated test simply doesn't exist. Das ist in anderen Worten nichts anderes als ein Überdeckungskriterium. Das sagt, ich muss jetzt nicht jede Zeile Code testen, sondern er sagt, jede Eigenschaft, jede Charakteristik des Programms muss getestet werden und zwar automatisch. Und wenn es nie getestet wurde, dann existiert sie eigentlich gar nicht. Ja? Die Programmierer schreiben ihre automatischen Komponententests, so wie sie es gelernt haben. Der Kunde spezifiziert Akzeptanztests, das sind also große Tests am Gesamtsystem, und die das Team implementiert. Ja? Der Kunde kann zwar auch implementieren, wenn er will, aber die meisten Kunden sind dazu nicht in der Lage. Ja? Es sind natürlich auch andere Testmöglichkeiten da, Stresstests oder Lasttests. Okay. Bei jeder Code-Integration müssen alle geschriebenen Tests zu 100% laufen. Wenn sie nicht zu 100% laufen, dann ist was verkehrt und das muss repariert werden. Ja? Die Komponententests, die automatischen ablaufenden Komponententests sind auch wichtig für die Umstrukturierung, die wir dauernd vornehmen müssen, wenn das Design sich herausstellt als nicht ausreichend. Der Akzeptanztest hatte ich schon gesagt, vom Kunden nicht in der Regel, aber möglich ist es, dass er es selbst schreibt. Da gibt es auch noch Testrahmenwerke, wie zum Beispiel FIT oder Robot Framework. Sie müssen aber spätestens zur Auslieferung laufen und es wird mehrere Auslieferungszeitpunkte geben. Ja, das werden wir gleich sehen in dem Planungsspiel, wie das gemacht wird. So, jetzt der zweite, sage ich mal, technisch ungewöhnliche Idee, die testgetriebene Entwicklung. Ja? Und zwar, ich sage es mal anders, als es hier steht, ich sage, bevor Sie eine Methode schreiben, schreiben Sie die Tests dafür. Bevor Sie die Methode schreiben, schreiben Sie schon die Tests. Ja? Die Tests sind dafür da, natürlich, dass sie natürlich getestet werden am Schluss, sondern sie sind auch dazu da, ihnen klarzumachen, was die Methode soll. Ja? Die Vorgehensweise ist also jetzt zu sagen, ich plane jetzt die nächste Methode zu schreiben, dafür gibt es die folgenden Tests, die schreibe ich nieder, ich schreibe von der möglicherweise für diese zu testende Methode nur einen Stummel, damit die Testprogramme selbst sich übersetzen lassen. Ja? Dass ich übersetzen kann, dann bin ich in einem Zustand, wo es Tests gibt, die fehlschlagen. Ja? Und dann mache ich mich an die Arbeit, die Methode zu implementieren, bis wieder alle Tests laufen und ich mir keine Tests einfallen. Ja? Das kann man hier an dem Diagramm sehr schön sehen. Also nehmen wir an, wir sind in einem Zustand, wo alle Tests, die wir haben, das ist der grüne Zustand. Ja? In diesem Zustand können wir eine Umstrukturierung vornehmen, aber wir wollen natürlich, dass wir in dem grünen Testfall bleiben. Das heißt, wir ändern das Design, ändern ein bisschen die Funktionsaufteilung, müssen dann wahrscheinlich auch ein paar der Tests herumschieben, aber es laufen weiterhin alle Tests. Das nennt man das Umstrukturieren, also Entwurf verbessern. Ja? Wenn Ihnen keine weiteren Ideen für mehr Testcode einfallen, dass Sie nichts mehr testen müssen, auch das, dass es noch nicht gibt, dann wäre natürlich Schluss. Ja? Das ist meistens nicht der Fall, sondern Sie schreiben jetzt neuen Testcode. Alles läuft, Sie brauchen nicht nur zusätzliche Methode, jetzt schreiben Sie den Testcode.
dann gibt es mindestens einen Test, der versagt. Das ist der Zustand rot. Nun schreiben Sie Anwendungscode. Der Anwendungscode führt dazu, dass vielleicht einige der Tests laufen, aber nicht notwendigerweise alle. Das heißt, Sie bleiben in diesem Zustand rot, obwohl Sie schreiben, aber es werden immer weniger Tests versagen. Am Schluss, die letzte Änderung wird so sein, dass jeder Test durchgeht, dann sind Sie wieder im Zustand grün. Ja? Dann überlegen Sie, gibt es noch weitere Tests, den ich schreiben müsste? Ja, dann gehen Sie wieder hier rüber, schreiben den Test und haben jetzt wieder versagende Testfälle. Deswegen testgetriebene Entwicklung. Der Test wird getrieben von neuen Testfällen. Neue Testfälle geschrieben, erfordert neuen Code, der vermeidet, dass die Testfälle versagen. Ja? Okay. In diesen Zyklen, wie gesagt, ist auf Todbasis. Außerdem machen Sie natürlich, das ist eigentlich eine Erweiterung, Sie machen nur einen inkrementellen Entwurf, das heißt, Sie bauen einen Entwurf, der nur so weit ausgeplant ist, ausgearbeitet ist, dass er die gerade nötigen Anforderungen erfüllt. Wie gesagt, keinen vorausschauenden Entwurf. Ja? Aber das Testschreiben, Sie erinnern sich, es gab auch in diesen Punkten, die wir machen mussten, überhaupt keine Stelle, wo irgendwas von Spezifikation stand. Ja? Sie erinnern sich, im Wasserfallmodell haben wir natürlich eine Spezifikation in der Anforderungsermittlung. Das Ergebnis, dass man den Entwurf übergibt, gibt es hier gar nicht. Es steht also nirgendwas, welche Klassen es gibt, welche Methoden es, was die Methoden machen und so weiter. Ja? Das steht bestenfalls in den Kommentaren. Wenn man zu viele Kommentare schreibt, ist es im XP schon so, dass da was faul ist. Dann ist der Code nicht selbsterklärend, da haben Sie schlechten Code geschrieben, den müssen Sie restrukturieren mit gescheiten Benennungen der Variablen und Methoden und dann müssen Sie nicht so viel kommentieren. Ja? Also in vielen Arten und Weise radikal alles über Bord werfen, wir machen es anders. Ja? Und die Tests ersetzen in einer gewissen Weise die Spezifikation. Die Tests sagen nämlich, was die Software leisten soll. Für den Einzelfall und daraus muss man natürlich generalisieren. So, die Übergänge habe ich Ihnen erklärt. Sie haben also Rolle in der Qualitätssicherung. Das führt zu einem evolutionären Entwurf und evolutionäre Entwicklung. Die Tests dienen auch der Schnittstellendefinition, verwenden schon Klassenmethoden, bevor sie überhaupt ausgeprogrammiert sind. Es gibt nur die Stummel, aber Sie müssen hinschreiben, ja gut, die heißt so und so, hat die drei Parameter, diesen Ergebnistyp, also Rückgabewert, geschweifte Klammer auf und zu und das war's. Das war der Stummel. Ja? Dann die Testbarkeit, dass Sie die einzelnen Komponenten testen können, erfordert natürlich auch eine Modularisierung. Das heißt, Sie können nicht alles in eine Klasse stopfen, sondern Sie müssen den einzelnen Programmteil herausnehmen können als einzelne Klasse und ausführen im Test. Test ist dann eine ausführbare Spezifikation. Kompensieren also für fehlende Entwurfsphase und fehlende Anforderungsanalyse. Ja? Der Punkt der Umstrukturierung, das hatte ich jetzt schon mehrmals gemacht, das englische Refactoring. Refactoring is a change made to the internal structure of software to make it easier to understand and cheaper to modify without changing its observable behavior. Das heißt, Software bleibt in ihrem Verhalten gleich, ist aber sauberer strukturiert, damit sie leichter zu verstehen und zu ändern ist. Also Refactoring fügt keine neue Funktionalität hinzu, sondern erhält vorhandene Funktionalität. Die automatischen Tests sind jetzt wichtig, die kann ich nachher wieder laufen lassen, um festzustellen, ob nach der Umstrukturierung die Änderungen noch keine neuen Fehler eingeschleppt haben. Okay, Entwicklung 2, möglichst einfach, die für die bisher implementierten Anforderungen ausreichende Lösung. Wenn ich keine Strategien brauche und keine Entwurfsmuster brauche, dann nehme ich auch kein Entwurfsmuster her. Wenn ich später einführen muss, na gut, dann führe ich es ein in den Umstrukturierungsschritt. Und er erklärt die Struktur der Software und dann erst führe ich die nächste Änderung durch, die das entsprechende Entwurfsmuster benötigt. Die einfachste Form ist erreicht, wenn der Code alle seine Tests erfüllt und hat klar vom Zielpublikum verstanden ist, also von den Programmierern, jede Intention der Programmierer ausdrückt, keine duplizierte Logik enthält, möglichst wenig Klassen und Methoden umfasst und die Reihenfolge der Arbeit, die man da ausführt, ist entscheidend. So, die Restrukturierung, wie gesagt, ersetzt einen vorausschauenden Entwurf
soll damit Produktivität erhöhen. Man muss nichts Unnötiges schreiben. Ja, man muss es erst schreiben, wenn man es wirklich braucht. Die Umstrukturierung wird durchgeführt an sogenannten faulen Gerüchen oder Bad Smells. Also wenn Ihre Software stinkt an gewissen Stellen, zum Beispiel duplizierter Programmiertext. Sie haben an vielen Stellen kopiert, gleichen Code, ähnlichen Code, parallele Vererbungsbäume, das heißt, Sie haben einen Vererbungsbaum hier, es geht 6, 7 Stufen runter, irgendwie parallel notwendig, ist das notwendig? Es gibt Methoden, den zu beseitigen, zum Beispiel mit der abstrakten Fabrik oder mit Strategien vermeiden. Schrotflintenchirurgie, wie heißt das Englische? Eine neue Funktion, Sie brauchen eine neue Funktion, dazu müssen Sie an allen Stellen, an vielen Stellen etwas ändern. Auch das ist ein Zeichen für schlechte Struktur. Schlechter Entwurf war irgendwann mal ausreichend, jetzt nicht mehr. Also werden wir das ändern. Shotgun Surgery. Ja, Shotgun Surgery, Schrotflintenchirurgie. Kommentare zu umfangreich, das hatte ich schon erwähnt. Das ist auch ein schlechtes Zeichen, oder? Das hat Ihnen wohl noch niemand gesagt. Konventioneller Ansatz ist Implement for today, Design for tomorrow. Das ist der Design for tomorrow, der vorausschauende Entwurf. Der XP-Ansatz sagt, the system should be designed as simply as possible at any given moment. Extra complexity is removed as soon as it is discovered. Was wir nicht brauchen, kommt sofort raus. Wir machen kleine inkrementelle Entwurfsschritte statt großer, einzelner, eigener, ständiger Entwurfsphase. Okay, das ist die Idee. Jetzt brauchen wir noch das Planungsspiel. Das sagt uns, was wir in welcher Reihenfolge machen, den Ablauf eines XP-Projektes. Okay? Ich zeige Ihnen das Besten am Bild. Also, das sogenannte Planungsspiel oder Planning Game, keine Ahnung, warum Sie das als Spielchen bezeichnen, sieht so aus, dass Sie planen mehrere Auslieferungen der Software. Es ist nicht so, dass Sie 3 Jahre lang arbeiten, wie bei Toll Collect, und dann am Schluss eine nicht funktionierende Software ausliefern, sondern dass Sie die Software in schönen einzelnen Schritten ausliefern, die bereits brauchbar sind, die der Kunde schon einsetzen kann oder zumindest erproben kann. Ja? Das heißt, Sie haben eine sogenannte Iterationsplanung, die sieht so aus, dass Sie sagen, okay, ich brauche jetzt die nächste Auslieferung. Was sind die vernünftigen Methoden, Funktionen, die die nächste Auslieferung haben soll? Das mache ich hier. Ja? Dann will ich diese Auslieferung erreichen in mehreren Iterationen, das heißt in mehreren Entwicklungsabschnitten. Und diese Iterationen haben vorgeschaltet immer einen Iterationsplanungsschritt, der ist recht kurz. Da sagen die einen, okay, was machen wir als nächstes? Was sind die wichtigsten Funktionen, die Methoden, die wir noch schreiben müssen? Die bestimmen wir und dann übernehmen die einzelnen Entwickler die Aufgabe. Dann erfolgt die eigentliche Iteration, die Entwicklungsarbeit. Nach den Prinzipien, die wir gesagt haben, Planung, Paarprogrammierung, umstrukturieren könnte zum Beispiel eine der Aufgaben sein, die hier drin stehen. Ja? Und davon gibt es mehrere. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. Dann haben wir einen Akzeptanztest und liefern ein Gesamtsystem und liefern das bereits aus. Der Kunde kriegt schon die erste Version der Software, die im besten aller Fälle bereits eingesetzt werden kann. Aber zumindest getestet werden kann. War das so, wie Sie das wollten? Ja? So, dann gibt es eine zweite solche Auslieferung, die hat natürlich auch eine Auslieferungsplanung an die einzelnen Iterationen mit der vorgeschalteten Iterationsplanung. Und dann vielleicht eine dritte Auslieferung. 3 Phasen, das sieht aus wie was? Ein Modell, das wir letztes Mal besprochen hatten. Das sieht doch fast aus wie Synchronize and Stabilize, oder? Außer, dass es wir vorne keine große Planungsphase hatten und die Dinge hier anders aufgeteilt waren. Ja, diese Unterteilung in einzelne Iterationen gab es beim Synchronize and Stabilize nicht. Ja? Also Vorsicht bei solchen dummen Fragen, die ich stelle, das könnte in der Klausurfrage sein. Ja? Wie unterscheiden sich XP-Planungsspiel von Synchronize and Stabilize? Okay. Auslieferungsplanung ersetzt konventionelle Anforderungsanalyse. Da gibt es tatsächlich diese Auslieferungsplanung, das ist hier vorne. Ja.
das ist ein Planungszeitraum 1 bis 4 Monate. Das heißt nicht, dass die Planung 1 bis 4 Monate dauert, sondern für einen Zeitraum von 1 bis 4 Monaten wird jetzt geplant. Ungefähr das Projektplan wird vom Kunden und vom Entwicklungsteam gemeinsam erstellt. Dazu brauche ich den Kunden. Der Kunde äußert seine Wünsche. Die werden niedergeschrieben auf Karteikarten, Anwendungsfallkarten. Kann ich natürlich auch im Computer haben. Schätzt die Kosten und Risiken, das Team, und der Kunde priorisiert seine Wünsche. Und dann kann ich einen Zeitplan für die wichtigsten Kundenwünsche aufstellen. Okay. Iterationsplanung findet jetzt mehrmals zwischen der Planungsphase und der Auslieferungszeitpunkt statt, wie wir am Bild gesehen haben. Hier ist der Planungshorizont 1 bis 4 Wochen. Nicht mehr 1 bis 4 Monate, sondern 1 bis 4 Wochen. Alle Aufgaben werden jetzt auf Aufgabenkarten notiert. Die sind also schon runtergebrochen auf feinere Schritte. Vorher hatten wir ja die Anwendungsfälle niedergeschrieben auf Karten. Jetzt werden sie auf Karteikarten die einzelnen Aufgaben niedergeschrieben. Könnte sein, dass ich einen Prototypen machen muss. Könnte sein, dass ich die Versionshaltung einführen muss. Könnte sein, dass ich eben einfach einzelne Funktionen hinzufüge. Ja? Die werden zu kleineren Aufgaben zusammengelegt und zusätzliche Aufgaben identifiziert. So, ein einzelnes Teammitglied sagt dann, gut, ich mache das. Ein anderes sagt, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und wir sehen jetzt dafür, dass ein Ausgleich zwischen den Teammitgliedern stattfindet, dass jeder ungefähr gleich viel Arbeit hat. Und eine Rückkopplung zum Team, zum Kunden wird gegeben, sagen, wir machen also die folgenden Aufgaben in den nächsten 1 bis 4 Wochen in der Iteration. Okay, also dieses Planungsspiel, das besteht aus einzelnen Auslieferungen, jede Auslieferung aus einer Planungsphase und einzelnen Iterationen, wobei die Iteration eine kurze Phase der Planung davor hat. Diese Planung der Iteration kann eine Stunde oder zwei sein. Ja? Man trifft sich im Besprechungsraum, sagt, okay, wir planen jetzt die nächste Iteration, was ist das, was wir machen müssen, priorisiert das, sagt, die Aufgaben haben wir, bestimmen die Aufgaben und sagen, okay, du machst das, du machst das, ich mach das. Das ist kein großer Aufwand. Echter Kunde vor Ort ist also jemand, der das Produkt selber später wirklich nutzen soll. Der Kunde soll ständig verfügbar sein. Er soll idealerweise sogar im gleichen Raum sein und ist aber in der Praxis nicht leicht zu verwirklichen, ja? Weil der Kunde meistens unterausgelastet ist. Die einzelnen Mitarbeiter, die entwickeln, die haben natürlich alle Hände voll zu tun und den Kunden braucht man ja nur während der Planungsphase und wenn es Rückfragen gibt. Das ist relativ selten. Was soll der Kunde in der Zwischenzeit machen? Das ist ja eine Vorstellung, die in der Praxis sich nicht so ohne weiteres verwirklichen lässt. Der Kunde muss also abgestellt werden von dem eigentlichen Kunden, muss zum Entwicklungsteam, sagen wir nach Karlsruhe kommen, in ihr Büro und sitzt dort rum. Ja? Kann also auch für seine Firma in den Leerlaufzeiten nicht richtig gut arbeiten. Ja? Also es ist schwierig, das zu verwirklichen. Kent Beck ist also der Verfechter und Erfinder von XP. Es gibt unglaublich viele Bücher über Extreme Programming. Der sagt also, eigentlich ist es so, dass der konventionelle Entwicklungsprozess, den wir besprochen hatten, so aussieht, dass wir hier vorne Kosten für eine Änderung haben. In der Anforderungsanalyse ist es natürlich niedrig, im Entwurf geht es auch noch, Implementierung wird schon mehr. Und wenn es erstmal in der Produktion ist, ausgeliefert ist, dann steigen die Kosten sehr rasant. Ist schon mal unklar, ob das stimmt. Er sagt aber, wenn du es XP machen würdest, dann hast du solche Kosten. Nämlich die Kosten bleiben immer flach, egal was. Da gibt es eine obere Schranke und mehr schlimmer wird es nicht. Das ist aber auch meines Erachtens nicht wahr, sondern es ist eher so, dass ich vielleicht die Kosten ein bisschen drücken kann in die Zukunft hinaus, aber irgendwann werden auch da Kosten teuer, weil ich zu viel Neues anpacken muss, zu viel neu schreiben muss. Ja. Also, was wir da sagen, bin ich also nicht so wichtig, aber wir wollen mal schauen, was wir jetzt über Kritik an XP sagen könnten. Diese asymptotische Kostenkurve ist nur von Einzelnen beobachtet worden über einen relativ kurzen Zeitraum. Wir wissen also nicht, ob sie stimmt. Ich glaube nicht, dass sie stimmt. Ja. Es gibt keine Produktdokumentation, außer Kommentaren, wenn die Programmierer freundlich genug waren, sie zu schreiben. Wenn der Kunde sie haben will, dann natürlich muss er sie bestellen und dann bekommt er sie. Ja? Es ist ein nicht reproduzierbarer Ad-Hoc-Prozess in den einzelnen Iterationen. Wir wissen eigentlich nicht, was in den Iterationen passiert. Wann passiert Entwurf? Wann passiert Implementierung? Was ist mit Testen? Es gibt die Vorgaben für testgetriebene Entwicklung, aber passiert die wirklich?
Das ist übrigens etwas, was wir in unseren Experimenten mit testgetriebenen Entwicklung feststellen mussten. Sagen, wir müssten jetzt testgetrieben entwickeln. Dann sagen alle, ja, ja, machen wir. Und wenn man dann nachschaut, dann machen sie gar keine testgetriebene Entwicklung, denn die ist sehr schwierig einzuhalten. Ja? Das steht ja, stellt ja alles auf den Kopf. Sie müssen sich vorstellen, was sie machen würden. Und wenn sie es hätten, wie würden sie es dann testen? Und wenn sie es hätten, und was, wie würden sie das testen? Das müssen sie jetzt machen. Diese Vorstellung, die ist schwierig durchzukriegen durch seinen Kopf. Und das Ergebnis ist, dass viele Leute so einen Mischmasch machen aus testgetrieben und Test danach. Ja? Sie schreiben einen Test vorher, damit sie einen Test vorher haben. Der ist meistens trivial. Ja? Ist die Eingabe, was weiß ich, nicht null oder sowas. Und dann wird implementiert. Das auch, da müssen wir noch ein paar Tests hinzufügen. Ja? Das andere, was bei einer testgetriebenen Entwicklung haben wir auch festgestellt, ist, dass sich die Tests, dass einen die Tests in Sicherheit wiegen. Das heißt, man hat drei einfache Tests geschrieben. Die laufen alle durch und dann sagt man, wunderbar, ich bin fertig. So geht das doch, ne? Testgetriebene Entwicklung, Tests geschrieben, laufen durch, alles erledigt. In Wirklichkeit kämen jetzt die schwierigen Tests, die schwierigen Fälle, an die man vorher nicht gedacht hat. Die müsste man jetzt testen, wird nicht gemacht. Entsprechend ist die Qualität niedriger. Ja? Pair-Programmieren ist kostenintensiv, das hatte ich schon erwähnt. Probleme beim Einführen von XP, der Kunde muss mitarbeiten und das auch wollen. Wie gesagt, so einen Kunden müssen Sie erstmal finden. Die Softwareingenieure, wie auch Sie, sind auf Vorausschau getrimmt. Die Folge kann sein, dass ich einen komplexen Entwurf habe, einen umfangreichen Entwurf. Das ist wahr. Das ist in der Tat, könnte ein Nachteil sein, wenn man akzeptiert, dass die Software leicht zu ändern ist, was ich auch wieder nicht glaube. Testgetriebene Entwicklung erfordert Umkehrung, aber sich auf so einen einfachen Entwurf zurückziehen zu können, das muss man auch erstmal wieder lernen. Ja, jetzt haben sie eine ganze Vorlesung gemacht, sie haben alles Mögliche gehört über Modularisierung und die Prinzipien dafür und Entwurfsmuster gelernt und vielleicht sich den Visitor mit einem schlaflosen Nacht mit dem Visitor verbracht. Und jetzt sagt einer, nö, das brauchen wir alles nicht. Dann machen sie es so einfach wie möglich. Ja, das ist gar nicht mal so umdenken. Ja. Beim Paarprogrammieren brauchen sie Paare, die auch wirklich zusammenpassen. Können sich gut vorstellen, mit ihrem Freund geht es vielleicht ganz gut, mit jemandem, den sie nicht so mögen, ist das vielleicht eine andere Geschichte. Ja, das geht nicht unbedingt, aber wir wissen wenigstens, dass wenn die Paarprogramm nicht klappt, dann machen wir halt Inspektionen, dann kriegen wir die gleichen Vorteile. Wir haben die Wahl. Paarprogrammierung, wenn es uns Spaß macht, wir jung sind, übrigens, die meisten Studenten, wenn wir ein Paarprogrammierung, ein XP-Praktikum machen, freuen sich aufs Paarprogrammieren, das machen sie sogar gerne, ja. Aber wenn man das mit Profis dann macht, dann stellt sich heraus, dass es gar nicht so immer unbedingt der Fall sein muss. Also, komm, da kann man, er kann wegbleiben, der versteht, der hat ja keine Ahnung, der Kollege, mit dem war ich nicht zusammen. Ja, gibt's alles. Und Respekt vor fremdem Programmtext, also ja, sie dürfen zwar ändern, aber vielleicht haben sie keine Ahnung, wie dieser Algorithmus jetzt läuft, dann lassen sie lieber die Finger davon. Ja, genau. Ist jetzt das XP das gleiche wie Programmieren durch Probieren? Ja? Das, was wir am Anfang als das triviale Modell hatten. Nee, ist es nicht, denn es gibt Planungsschritte, die sind inkrementell. Ja? Also Auslieferungsplanung und Iterationsplanung, es gibt Planungsschritte. Forderungen nach erfolgreichen Tests gibt es. Testgetriebene Entwicklung und zwar vorher. Ja? Testgetriebene Entwicklung und Restrukturierung kompensieren für die fehlende Entwurfsphase, das haben wir jetzt auch gesehen. Und Paarprogrammieren kompensiert für fehlende Inspektion. Also mehrere Kompensationsschritte drin. Das Ergebnis ist, dass es wirklich den Cowboy-Programmierer diszipliniert. Der nicht einfach drauf losprogrammiert. Und wenn man das jetzt sich mal anschaut, ist XP hat eine sehr leichtgewichtige Planung. Man hat diese Treffen der Planungsphase und der Iterationsplanung. Wir haben änderbare Planung. Wenn sich etwas ändert zwischen jetzt und nachher, dann kann ich in der nächsten Iteration diese Änderung einpflegen. Dann habe ich eine Aufgabe, die heißt dann einfach diese Änderung durchführen und jemand muss die dann übernehmen, aber die steht dann irgendwann mal auf meinen Planungskarten, auf meinen Aufgabenkarten. Und aber ich kann jederzeit ändern. Ja? Wenn Sie jetzt aber daran denken, was das Wasservoll war, das war das andere Gegenteil. Das sagt, wir machen alles, wir planen alles voraus, wir kennen alle Anforderungen. Wenn neue Anforderungen reinkommen, nach dem Entwurf, dann ist es schlecht, weil wir können nicht darauf reagieren. Das sieht die Wasserfallmodell gar nicht vor. Ja?
Das ist also schwergewichtig und fixe Planung. Ja, das sind die Unterschiede. Gibt es Fragen dazu? Ja? Ja, da haben Sie recht. Ja. Solange ich ein Team von 6, 10 Leuten habe, ist es wunderbar. Es kommt sogar auf die nächste Folie. Also, schnell ändernde Anforderungen, kleines Entwicklerteam bis zu 10 Mitarbeitern, funktioniert das. Ja. Ohne Zeitraum und Verwaltungsaufwand, ich muss nichts schreiben, ich muss nichts abgezeichnet bekommen, nichts genehmigt bekommen, ich kann arbeiten. Ja. Wunderbar. Mit leichtem Gepäck. Bei großen Projekten geht es nicht ohne eine Anforderungs- und eine Entwurfsphase. Denn wenn ich ein großes Projekt habe, dann das kann ich nicht mit 10 Leuten machen, sondern ich muss mehrere XP-Teams haben. Und die müssen sich jetzt auch absprechen. Nicht? Ich schreibe meine Software, die Software des anderen benutzt. Also muss ich wissen, wie deren Entwurf aussieht, welche Spezifikationen die haben. Mehr nicht, aber die Spezifikationen brauche ich. Und die kriege ich nur aus dem ordentlichen Entwurf. Ja? Also für kleine Teams geht's, für große Teams brauche ich dann doch wieder einen Teil der Anforderung, zumindest einen Teil des Entwurfs. Ich kann natürlich auch da einen inkrementellen Entwurf machen, aber ich muss wenigstens so weit entwerfen, dass für jede der Teams Arbeit geleistet werden kann und Aktionen zwischen den Softwarekomponenten über teamübergreifend, XP-teamübergreifend funktionieren. Okay. Gut, noch Fragen? Ja, was wissen wir eigentlich? Empirische Untersuchungen haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, als ich das angesprochen habe. Was ist jetzt eigentlich Programmierung, Paarprogrammierung versus Einzelprogrammierung? Einzelprogrammierung mit Durchsichten, Partnerprogrammierung, das ist wieder was anderes, müssen Sie aber nicht wissen. Da habe ich jetzt nur ganz kurz. Gibt es tatsächlich eine Studie, die wurde sogar hier durchgeführt von einem Herrn Müller, Our Reviews on Alternative to Pair Program, in der Tat, so ist es, ja, das reicht. Das hat man also untersucht, das will ich aber nicht ausführen, weil das nicht Stoff ist, der abgefragt wird. Ja. Das falsche Gefühl der Sicherheit hatte ich Ihnen auch schon erwähnt, bei der testgetriebenen Entwicklung ungewohnt, schwer zu erlernen, neue Denkweise, Gewöhnung und dauert eventuell Monate, das lernen Sie nicht so in 2 Tagen. Ja. Automatische Ausführung des Tests ist optimales Verhalten aus den Studentenexperimenten. Da hatten wir gesehen, dass ich testgetriebene Entwicklung eigentlich schlechtere Qualität liefert gegenüber dem Fall, wo wir einfach nur JUnit benutzen und ausführbare automatische Tests fordern. Das reicht für Studenten als Teilnehmer. Für Profis wissen wir es nicht. Aber wie gesagt, es gibt auch dieses falsche Gefühl der Sicherheit bei testgetriebener Führung. Sie haben 3 Tests, die sind trivial, die gehen durch, aber Schwierigeres läuft da nicht, das wäre schlecht. Hier gibt es quantitative Studien zur testgetriebenen Entwicklung, TGI versus Wasserfall. Und Sie müssen jetzt mal schauen, das sind die Leute, die es gemacht haben. Ja? Produktivität und Qualität. Schlechter, kein Unterschied, schlechter, besser, keine Angabe, besser, schlechter, kein Unterschied. Was wissen wir? Kein Unterschied, keine Angabe, kein Unterschied, keine Angabe. Die testgetriebene Entwicklung bringt es nicht. Ja, zumindest ist es noch gemischt, sehr gemischt. Endgültige Aussage ist vielleicht noch offen, aber es gibt starke Zweifel, ob testgetriebene Entwicklung wirklich funktioniert. Okay. Kein einheitliches Bild. So, jetzt gehen wir weiter zu Scrum. Ja. Also das Gedränge beim Kampf um den Ball. Und Sie werden sehen, da gibt es jetzt Ähnlichkeiten zum XP-Planungsspiel. Ja? Da gibt es also eine Anforderungsliste, die hat man irgendwann mal aufgestellt. Also gibt es schon mal eine Anforderungsphase. Ja? Da nimmt man sich jetzt einen Anforderungsblock her, teilt es auf in Aufgaben. Hallo, so war es doch beim XP auch. Ja? Das war doch die Iterationsplanung. Ja, genau. Das ist jetzt eine Aufgabenliste und dann gibt es die sogenannten Sprints, die dauern 2 bis 4 Wochen. Das ist die Iteration, ja, von XP. Und dann gibt es den 24-Stunden-Sprint,
der sieht so vor, dass man sich alle 24 Stunden, also jeden Tag, kurz trifft. Die Voraussage ist, wenn man sich trifft, nicht hinsetzen, es gibt keine Stühle, sondern man unterhält sich im Stehen, damit es nicht zu lang dauert, dann wird es den Leuten zu bequem. Und dann sagt man, was habe ich im letzten Tag gemacht, was ist fertig geworden, was mache ich als nächstes. Das ist alles, was man da sagt, in dieser kurzen Iteration. Und in diesem Sprint wird also diese Aufgabenliste, die aus einer Anforderungsmenge stammt, abgearbeitet. Und dann ist wieder ein auslieferbares Produkt fertig, genau wie bei XP. Ja, also auch wieder Auslieferung in Inkrementen. Dabei ist auch wieder immer die Frage, hat der Kunde überhaupt Interesse daran, ein unfertiges Produkt mal zu testen? Ja, auch das ist natürlich in der Praxis nicht immer gegeben. So, was gibt es bei Scrum? Da gibt es also die Anforderungsliste, Product Backlog, also das, was noch nicht erledigt ist, enthält die Produktanforderungen und eine Liste aller Projektarbeiten. Die Anforderungen werden von jedem Sprint durch den Auftraggeber priorisiert, ähnlich wie bei XP. Also das machen wir als nächstes. Ja, der Auftraggeber, wieder hier eine Ähnlichkeit mit Synchronize und Stabilize, da hieß es auch, die kritischen Anforderungen zuerst, dann die nächstkritischen und dann die Sachen, die Abrundungsarbeiten, Verschönerungen und so weiter, als letztes. Genauso können Sie das hier machen. Ja? Die Aufgabenliste, das ist der Sprint-Backlog. Das enthält alle Aufgaben, die zur Erfüllung der aktuellen Sprintziels notwendig sind. Also Aufteilung der Anforderungen in kleinere Aufgaben, wie bei der Iteration. Ja? Dann gibt es auch noch eine Hindernisliste, das heißt, hier gibt es noch Probleme, irgendwelche Probleme, die ungelöst sind. Und was weiß ich, wie sollte die Benutzungsoberfläche aussehen? Na gut, da müssen wir wohl einen Prototyp machen. Ich weiß nicht, ob wie ein bestimmtes Problem gelöst werden muss. Da müssen wir Algorithmen suchen, dann wäre das so ein Hindernis. Ja? Oder aber Personal fällt aus, was immer es an Hindernissen gibt. Dann gibt es ein Burn-Down-Chart, okay? Ein Runterbrenn-Diagramm. Oder ich habe es noch übersetzt, Restaufwandsdiagramm. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gefällt. Burn-Down klingt einfach gut, denn Sie haben hier die Aufgaben, die ist die Aufgabenliste. Entschuldigung, so viele Stunden haben wir noch, bis wir fertig sind. Und in der Zeit geht es herunter und wird hoffentlich immer weniger. Du kannst dir das vorstellen, hier ist ein Haus, das hier so ein Stück runterbrennt. Ja, also da wird immer niedriger. Martialische Geschichte, aber die Idee ist, dass man sich eine ungefähre Linie vorgibt, das wäre die idealistische und das wäre die richtige. Das heißt, man ist hier schon etwas unter dem idealen Fall geblieben und hier ist es waagerecht, weil das hier ist das Wochenende. Ja, wir haben so und so viele Stunden schon verbraucht und hier geht es dann weiter. Das ist natürlich idealisiert, ein echtes Burn-Down-Chart sieht so aus. Daily Burn-Down-Chart, Iteration Nummer 2, Plan ist blau, aktuell ist das da, ja okay. Oh, da ist mal wieder hochgegangen. Big Refactoring Wake, okay. Wake ist, bleibt man die ganze Nacht auf, das muss wohl hier gemacht worden sein. Ja, ja, okay. Scrum Rollen, der Auftraggeber ist klar, Product Owner heißt der, auf Scrum-Terminologie, stellt das Budget zur Verfügung, ist klar, kann natürlich auch von innerhalb der Firma sein, der Scrum, der Product Owner, und priorisiert die Anforderungen. Dann gibt es den Scrum Master, den Scrum Master können Sie sogar ein Zertifikat erwerben, können Sie Kurse nehmen, dann werden Sie als Scrum Master ausgezeichnet. Der stellt also die Einhaltung der Scrum-Werte und Techniken fest, sicher, dass also wirklich alles so geht, wie es gehen soll. Schützt aber auch das Entwicklungsteam vor äußeren Störungen, beseitigt Hindernisse und so weiter. Entwicklungsteam, das sind die wirkliche Arbeit machen. So, Sprintplanung, das Entwicklungsteam wählt die Anforderungen aus den Produktanforderungen aus, ja, mit Hilfe eines Kunden, des Product Owners. Die Aufgabenliste, tägliches Scrum-Treffen, das hatte ich auch schon erwähnt. Jedes Mitglied sagt, was hast du gestern getan, was wirst du heute tun, gibt es irgendwelche Probleme. Review-Treffen am Ende eines Sprints, der sagt, was haben wir jetzt davon gelernt? Es werden keine Folien verwendet, sonst dauert es wieder zu lange. Keine Foliengewitter wie hier. Retrospektive nach dem Ende des Programms, des Projektes. Zurückliegende Sprints analysiert.
Teilnehmer sind, Entwicklungsteam natürlich, sind alle dabei. Okay, Literatur gibt es jede Menge. Extreme Programming Explained, das ist ein ganz brauchbares Buch, schon von 2005. Hier gibt es auch welche, können Sie nachschauen. Über Scrum habe ich jetzt kein Buch, aber gibt es ein eigenes Buch über Refactoring. Wenn Sie das interessiert, können Sie mal reinschauen. Ist aber jetzt für die Vorlesung und für die Klausur überhaupt nicht wichtig. Ja. Okay, Stopp, Pause, Fragen. Also Scrum, ja Moment, also Scrum hat in sich eigentlich eine leichte Abwandlung des Planungsspiels von XP. Scrum sagt nichts über testgetriebene Entwicklung, Pair-Programmierung, Test-First und sowas alles, ja. Sondern das sagt lediglich etwas über den Ablauf, dass ich Anforderungsliste habe, die breche ich runter auf Aufgaben. Die Aufgaben werden in einem Sprint erledigt und dann erfolgt eine Auslieferung. Ja? Bitte. Ja, das ist das. Ja. Warum ist das so? Der Grund, glaube ich, ist, dass realistische empirische Studien über diese Prozesse extrem schwierig sind. Ja? Also, ich kann natürlich relativ leicht es mit Studenten machen. Deswegen sind die meisten mit Studenten. Aber was haben die für Aussagekraft? Ja? Bei Paarprogrammierung zum Beispiel würde es uns tatsächlich in die Irre führen. Ja? Weil erfahrene Programmierer von Paarprogrammieren nichts haben. Das haben wir erst festgestellt mit einem Riesenexperiment, das ein Kollege gemacht hat mit 300 Profis als Teilnehmer. Ja, der hat für ein Experiment im Paarprogrammieren 300 Teilnehmer zusammengekriegt über einen langen Zeitraum. Die waren nicht alle gleichzeitig im Experiment, sondern das Experiment immer wieder mit ein paar Teilnehmern gemacht. Und die hat er aus Beratungsfirmen geheuert. Er hat diese Leute angestellt für, ich weiß es nicht mehr, einen Tag oder so etwas, um Programmierarbeiten zu machen. Einmal mit Paarprogrammierung, einmal mit ohne. Also 200 Leute in Paaren, also 100 Paare und 100 Einzelprogrammierer, unterteilt in unterschiedliche Erfahrungsgruppen, Anfänger mittelprächtig und sehr erfahren und auch Schwierigkeit der Aufgabe. Ja. Und da kam das Ergebnis raus, naja, bei so vielen Leuten hatte ich schon eine gewisse statistische Signifikanz und dass es die Kosten nahezu verdoppelt, die Qualität verbessert, aber hauptsächlich bei Anfängern und Fortgeschrittenen nichts nützt und zwischendrin ist irgendwie auch zwischendrin. Ja. Also Sie sehen schon, es ist ziemlich aufwendig, sowas zu machen. Ja. Dann kann man natürlich auch fragen, sind die Leute, die Sie aus Beratungsfirmen heuern, auch die richtigen, um repräsentativ ja, für andere, die eben nicht Berater sind, sondern für eine Firma festarbeiten. Also der Aufwand ist schon gewaltig. Stellen Sie sich vor, Sie wollten ein Projekt machen. Eines machen Sie mit Wasserfall, eines machen Sie mit XP. Das wollen Sie vergleichen, also sagen Sie, ich bräuchte eigentlich das gleiche Projekt. Ein Projekt, zweimal machen. Bitteschön, wer finanziert mir das? Ja. Okay, gut. Andere Fragen? Übrigens, wenn Sie über dieses Experiment 300 Leuten wissen wollen, ja, dann gehen Sie zu ubiquity.acm.org. Ubiquity für allgegenwärtig, Ubiquity, U-B-I-Q-I-T-Y, finden Sie bestimmt. Das ist eine Online-Veröffentlichung von ACM und ACM ist die Association for Computing Machinery. Da gehen Sie auf Interviews, da suchen Sie nach einem Interview, das ich gemacht habe. Meine Mann wissen Sie auch, da werden Sie mehrere finden, aber da kommt eins, da ist eins drin über gerade dieses Experiment über Paarprogrammieren mit 300 Leuten. Da ist auch ein Experiment, auch ein Interview drin mit jemandem, die automatisch Programme korrigieren können. Gehen wir in Testfälle, die richtig sind, Testfälle, die versagen und das Programm, das den Versager enthält, dann haben die Technik, die herausfinden, wo die Versagen und Testfälle verursacht werden und mutieren den Code, bis er stimmt. Alle Testfälle durchgehen. Das ist schon ganz schön wild. Kosten für eine Korrektur eines Fehlers, ausgeführt auf einer Cloud, auf der Amazon Cloud,
wir haben also 100, 108 oder so Fehler automatisch korrigieren lassen. Davon konnten nicht alle korrigiert werden, sondern nur etwa die Hälfte. Und Kosten für eine Fehlerkorrektur? $8. $8. So billig arbeitet kein Mensch. Aber funktioniert natürlich nicht für alle, sondern für jeden zweiten Fehler. Okay, gut, das war aber ein anderer Punkt. Also bei testgetriebener Entwicklung könnten wir jetzt sagen, wir schreiben erst die Tests und dann lassen wir den Automaten das Programm selbst schreiben, bis er was hat, das alle Testfehler ausführt, richtig. Geht natürlich nicht, denn dieses Korrigieren der des Fehlers aufgrund der Tests erfordert auch, dass ich Codeschnipsel habe, die ich brauchbar einsetzen kann. Das sind also relativ einfache Fehler, die so korrigiert werden können. Okay, gut. Aber jetzt sehen wir noch, ich warte eigentlich immer noch auf den Herrn Landhäuser, der wollte nämlich heute verkünden, wer den Parallelisierungswettbewerb gewonnen hat. Aber er ist noch nicht da. Vielleicht kommt er erst in den letzten 5 Minuten. So, jetzt das letzte Kapitel, das wir noch anreißen können, sind die Schätzmethoden. Ich gehe bewusst jetzt zurück. Einen Rückschritt mache ich jetzt in die Planung. Ja, ich hatte bei der Planung gesagt, bei der Planung ist ganz wichtig, dass wir auch schätzen können, was das hier hinten alles kostet. Und das kann ich natürlich nicht schätzen, wenn ich nicht weiß, was da passiert. Deswegen jetzt erst am Schluss. Aber Sie sehen schon, am Anfang der Vorlesung hatten wir mehr technische Fragen. Was ist Entwurf? Wie mache ich Anforderungsanalyse? Wie mache ich einen sauberen Entwurf? Wie mache ich die Implementierung? Wie implementiere ich ein UML-Diagramm? Wie gestalte ich das Testen? Und so weiter. Jetzt hatten wir Prozessmodelle. Das ist einfach eigentlich Managementaufgabe. Ja? Das Prozessmodell ist nicht technisch in dem Sinne, dass ich dabei Programm Ihnen erkläre, wie man Programme macht, sondern wie man Arbeit organisiert. Also organisatorisch, wenn Sie wollen. Und Planung ist jetzt etwas Ähnliches, ist auch, naja, nicht so richtig technisch, denn ich muss jetzt Euro- oder Dollarzahlen finden, um zu sagen, was hier hinten kommt, wird so und so viel kosten oder wird so und so lange dauern. Also was ich jetzt möchte, ist, dass wir ein paar der Schätzmethoden wiedergeben können, wie sie funktionieren und anwenden können. Dazu brauchen wir Einflussfaktoren, die die Aufwandsschätzung beeinflussen, die Basismethoden. Können Sie übrigens nachlesen in einem Buch von Balzert, Lehrbuch der Softwaretechnik, Softwareentwicklung, 2. Auflage, Kapitel 1 ist es bei ihm. Dann gibt es eine anerkannte Schätzmethode, das nennt man Kokomo 2, hat nichts mit dem Insel noch mit der Ort zu tun, sondern heißt Constructive Cost Model und das benutzt Einflussfaktoren und Aufwandsschätzung, basiert aber im Wesentlichen auf einer Schätzung der Zahlencode, die man schreiben muss, ja? Was auch eine Schätzung ist. Und Sie als Technikverliebter wahrscheinlich werden diese Aufgabe nicht mögen, weil sie nicht exakt ist. Ja? Das ist eigentlich eine ungeliebte Tätigkeit. Ja? Aber sie ist entscheidend für den Erfolg. Wenn Sie sich verschätzen, weil Sie sich entweder unterschätzen, dann entsteht ein Verlust für Ihre Firma. Oder Sie überschätzen sich, dann sagt Ihre Firma, das machen wir lieber nicht. Ja? Das ist dann auch ein Nachteil für Ihre Firma, nämlich eine entgangene Möglichkeit, ein Geschäft zu machen. Ja? Das heißt, wenn Ihr Chef Ihnen sagt, und wie lange werden wir dafür brauchen, dann müssen Sie eine Antwort geben. Möglichst genau, aber wohl wissend, dass es ein Schätzwert ist. Ja? Ein Schätzwert ist ein Schätzwert. Er ist inexakt. Das ist okay so. Ja? Denn ich brauche das auch für eine Überschlagsrechnung. Und die Überschlagsrechnung ist die sogenannte Wirtschaftlichkeitsrechnung. Die sieht so aus. Gewinn oder Verlust, er rechnet sich aus. Dem Deckungsbetrag mal geschätzte Menge. Geschätzte Menge ist, wie oft verkaufe ich was und wie viel kriege ich dabei raus? Wie viel kriege ich dabei raus? Das multipliziere ich natürlich durch und ziehe davon ab, der einmaligen Entwicklungskosten. Ja, ziemlich einfach. Ja. Der Deckungsbeitrag sind der Preis, den Sie erzielen wollen, plus die laufenden variablen Kosten. Ja. Müssen Sie jetzt da einen Vertreter hinschicken? Müssen Sie Werbung machen? Was entstehen sonst noch für laufende variable Kosten? Die müssen Sie natürlich von dem, was Sie verdienen, was Sie einnehmen, abziehen. Und dann multiplizieren Sie das mit der geschätzten Menge. Alles ist geschätzt hier. Ja? Der Preis ist geschätzt, die Menge ist geschätzt, die laufenden variablen Kosten müssen Sie schätzen. Ja gut, wir müssen das jetzt nicht machen, aber wir müssen wenigstens die einmaligen Entwicklungskosten schätzen. Die einmaligen Entwicklungskosten, alles Schätzwerte. Ja?
So, was sind denn eigentlich die Hauptkosten bei der Entwicklung? Naja, an allererster Stelle sind es die Personalkosten. Softwareentwickler kosten Geld, richtig, ordentlich Geld. Außerdem kosten ihre Rechner und ihre Softwareunterstützung kostet auch Geld. Die ist aber vergleichsweise gering, aber man muss sie einrechnen. Zumindest muss man sagen, na gut, alle 4 Jahre brauche ich einen neuen Rechner für meine Entwickler, vielleicht sogar schnell öfter. Vielleicht brauche ich neue Rechner sogar nur für dieses Projekt, ganz bestimmte Rechner, eingebettete Prozessoren oder so etwas. Die zugehörige Entwicklungssoftware, die ist jetzt vielleicht nicht mehr frei. Also muss ich mir diese Kosten überlegen. Und dann kriegt es noch andere Dienstleistungen für Schulungen, für Büromaterial, für Druckkosten, für Dokumentation, für Reisekosten, für Sekretärin am Eingang, alles Mögliche, das sie sonst noch an Kosten haben, darf man nicht vergessen. So, und jetzt müssen wir die Aufwandsschätzung für die Entwicklung machen. Ja? Die geht meistens so vor, dass man sagt, ich muss Zeilen Code schätzen. Und zwar, ich muss sie nur auf 1000 Zeilen Code schätzen, Kilo Lines of Code, ohne Kommentare. Zähle keine Kommentare. Und wenn ich das weiß und einen Schätzwert habe, für wie viel Zeilen Code ein Entwickler pro Tag hat, dann kann ich ausrechnen, wie lange die Entwicklung dauern wird. Zum Beispiel die Anzahl der Personenmonate, die ich für die Entwicklung brauche. Und die kann ich dann multiplizieren mit den Kosten pro Personenmonat. Und dann weiß ich, was meine Kosten sind. Ja, weiß ich sogar beides, Dauer und Kosten. Das Erstaunliche ist, wie niedrig die Programmierproduktivität ist. Ja? Also, geschätzter Aufwand in Personenjahre oder Personenmonate, auch Mitarbeiterjahre, Mitarbeitermonate genannt. Sie können pro Jahr 9 Personenmonate, wahrscheinlich in Deutschland, 10 Personenmonate in anderen Ländern ansetzen. Wir machen mal mit 10 Monaten. Ein Personenmonat ist die Menge an Arbeit, die eine Person durchschnittlich in einem Monat schafft. 4 Personenwochen natürlich, 5 Personentage pro und 8 Personenstunden. In einem Kalendermonat arbeitet eine Person also etwa 160 Stunden. Bei einer Produktivität von 3500 Zeilen pro Jahr und 10 Monaten pro Jahr habe ich also 350 Zeilen Code pro Monat, dividiert durch 10 hier, oder, erstaunt, staunt, 2 Zeilen Code pro Tag. Da werden Sie sagen, das schaffe ich ja immer noch. Ja? Das schaffen Sie tatsächlich. Aber, Entschuldigung, pro Stunde. Ja, genau, 2, das schaffen Sie auch. aber es sind noch andere Zeiten drin, die nicht nur Implementierungszeiten sind. Anforderungsanalyse muss gemacht werden, Dokumente müssen geschrieben werden, Entwürfe müssen gemacht werden. Da ist noch keine Zeile Code entstanden. Ja? Deswegen ist diese Zahl so niedrig. Hoffentlich ist es wenn Sie mal arbeiten, mindestens um Faktor 10 besser. Aber es ist nicht so produktiv, wie wenn Sie eine fertige Aufgabe bekommen und sie einfach runterprogrammieren. Ja, das ist klar. Einflussfaktoren. Schlechte Software lässt sich schnell schreiben. Gute Software braucht ihre Zeit. Zuverlässige Software. Also ist die gewünschte Zuverlässigkeit, die Qualität wichtig. Auch die Terminvorgabe, wenn Sie unter Zeitdruck sind, müssen Sie schneller arbeiten, bekommen geringere Qualität und höhere Kosten. Erstaunlicherweise. Also die Zahl der für die Entwicklung einzusetzenden Mitarbeiter ist wichtig. Und wir müssen bedenken, dass die Ingenieurszeit, die Zeit, die berechnet wird, alle Phasen von der Definition bis zur Implementierung und zum Test einschließlich Abnahme beinhaltet. Also Beispiel. Rechnen wir mal ein Beispiel aus. Angenommen, wir haben geschätzt, wir haben das Projekt, das sind ungefähr 21.000 Zeilen Code. Die Produktivität pro Mitarbeiter ist ungefähr 3.500 Zeilen Code pro Jahr. Also dividiere ich das durch 21.000, brauche ich also 6 Mitarbeiterjahre. 6 Mitarbeiterjahre kostet mich dieses Projekt bei der Produktivität. Ja? Unter Annahme, dass ich noch nichts gemacht habe. Ja? Wenn ich jetzt 3 Mitarbeiter einsetze, dann schaffe ich das in 2 Jahren bis zur Fertigstellung. Wenn ich aber das Ding in 6 Monaten fertigstellen will, muss ich 12 Mitarbeiter einsetzen. Wenn ich ein halbes Jahr schaffen will, bei der Produktivität brauche ich 12 Mitarbeiter. Das ist aber gelogen, weil wenn Sie plötzlich 12 Mitarbeiter haben anstelle von 3, dann gibt es wesentlich mehr Aufwand in der Kommunikation, in der Abstimmung zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Das heißt, das stimmt gar nicht, um die 6 Monate zu erreichen, brauchen Sie wahrscheinlich 18 Leute.
ja, noch mehr. Da gibt es also einen überproportionalen Aufwand. Je größer Sie die Teams machen, desto mehr fällt in Besprechungen und Abstimmungen an. Ist nicht linear. Wichtige Einflussfaktoren: Quantität, Qualität, Entwicklungsdauer und Kosten. Da gibt es ein schönes Bildchen, das ist rein qualitativ. Also Sie haben Qualität, Quantität, Entwicklungsdauer und Kosten. Und hier dieses Rechteck in der Mitte, das Blaue, ist die Produktivität, das, was Ihr Team leisten kann. Wenn Sie jetzt hier an diesen Ecken ziehen, dann verformt sich dieses Quadrat. Aber die Fläche muss immer konstant bleiben, denn Sie können aus den Leuten nicht mehr rausholen als die Produktivität, die da ist. Das heißt, wenn Sie die Qualität erhöhen, ja, dann muss etwas anderes nachgeben, dann steigen die Kosten. Und Sie machen weniger Arbeit, Sie können weniger leisten. Ja, wenn Sie die Entwicklungsdauer reduzieren wollen, also in der Richtung ziehen wollen, also noch schneller liefern, ich muss liefern, denn sonst ist die Konkurrenz vor mir am Ball, dann sinkt die Quantität. Ja? Und die Qualität wird dann wahrscheinlich auch etwas sinken. Das heißt, diese vier Dinge, Qualität, Quantität, Entwicklungsdauer und Kosten, hängen voneinander ab. Wir können nicht eine Schätzung machen, die nur, sagen wir, nur die Quantität berücksichtigt. Wir brauchen Entwicklungsschätzmethoden, die auch die Qualität und andere Einflussfaktoren berücksichtigt. Ja? Und da gibt es jetzt verschiedenste Methoden. Ja? Ich zeige Ihnen jetzt ein paar. Wir haben jetzt noch genau 6 Minuten. Sie können zum Beispiel Anzahl der Programmzeilen nehmen und Komplexität angeben für mittel, schwer und leicht oder Noten zwischen 1 und 6 nehmen. Die Qualitätsanforderung ist, desto größer ist der Aufwand, also schlagen Sie da etwas drauf. Ja? Wenn Sie Kennzahlen aus dem Unternehmen haben, aus der Firma, in der Sie arbeiten, dann fällt das leichter. Wenn man sich die Kennzahlen erst arbeiten muss, dann muss man erst Projekte beobachten, ja? und Zahlen sich sammeln. Das habe ich schon besprochen. Entwicklungsdauer auf Personenmonat, Entwicklungsdauer ist nur annähernd linear. Lernfähigkeit, Programmiersprachen, Ausbildung, Vertrautheit mit Anwendungsgebiet und eine Vielzahl anderer Faktoren fließen da ein. Dazu gibt es das Kokomo, das hat sehr viele Einflussfaktoren. Jetzt gibt es eine sogenannte Analogiemethode. Die Analogiemethode sagt, wir haben sowas schon mal gemacht. Und jetzt machen wir sowas Ähnliches nochmal mit kleinen Variationen und wir können diese Variationen ein bisschen bestimmen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Also angenommen, Sie hätten einen Pascal-Übersetzer zu schreiben. Uraltsprache, aber egal. Also, ne, Entschuldigung, den hätten Sie schon. Und der hat Ihnen 20 Personenmonate gekostet. Da waren Sie also schon ziemlich gut, wenn das in 20 Personenmonaten ging. Und jetzt wollen Sie eine neue Programmiersprache in ein Modular 2. Das ist eine Weiterentwicklung von Pascal gewesen. Ja? So, wissen Sie jetzt, dass Sie 50% des Codes wahrscheinlich neu wiederverwenden können. 50% muss überarbeitet werden und 20% gibt es aber neue Konstrukte in dieser Programmiersprache. Das heißt, die müssen komplett neu entwickelt werden. Die gab es in der alten Programmiersprache nicht, sind daher besonders schwierig für uns. Ja? In Modular 2 gibt es ja das Modulkonstrukt zum Beispiel. Also machen Sie folgende Schätzung. Schätzung, wohlgemerkt, Schätzung. 50%, das sind die, müssen leicht modifiziert. Da sagen wir, dafür haben wir 10 Personenmonate gebraucht, mal 0,25, also ein Viertel davon. Nehmen wir an, das kostet uns 2,5 Personenmonate. Ja? 50% brauchen eine völlige Überarbeitung. Das heißt, na gut, neu, 10. Ja? Und dann gibt es 20% zusätzliche Neuentwicklung hoher Komplexität. 20%, das wären 4 Monate von den 20, mal 1,5, weil es schwieriger ist, 6 Personenmonate. Also sage ich mir, eine Schätzung ist 18,5 Personenmonate. Da könnte es mit meinem vorhandenen Pascal-Compiler klappen. Vorausgesetzt, die Leute, die den Pascal-Compiler geschrieben haben, sind auch noch da und verstehen das. Ja. Okay? Es ist eine relativ einfache und intuitive Schätzmethode und Sie müssen nichts wissen. Sie müssen nur wenig wissen über das Projekt. Ja? Sie haben ja gesehen, was ich da gemacht habe. Wie grob ich das mache, ist eine intuitive, globale Schätzung, individuelle Erfahrung, kaum übertragbar auf eine andere Firma. Die hat ja keinen Pascal-Compiler, also diese Schätzung wird der anderen Firma nichts nützen. Und es fehlt eine allgemeine Vorgehensweise. Aber ich kann es machen, wenn ich wenig Information habe. Das ist der Vorteil der Analogiemethode. Ich brauche aber ein Analogon, das heißt was Analoges. Ja? Relationsmethode, die sagt, naja, ich vergleiche auch wieder mit ähnlichen Entwicklungen.
und mache eine Aufwandlungsanpassung mit Erfahrungswerten. Zeige ich Ihnen ein Beispiel. Also, Sie sagen Kostenfaktoren. Da sagen wir C mit C, das sei mein Normal, das sei 100 Punkte oder 100%. Wenn ich in COBOL schreibe, dann kostet mich das 20% mehr. Wenn ich in Assembler schreibe, dann kostet es mich 40% mehr Zeit oder Kosten. Programmiererfahrung mit 3 Jahren sei normal, das sind 100%. Wenn jemand 5 Jahre einsetzen kann, dann sage ich, kostet mir der statt 100% nur noch 80%. Oder wenn er nur 1 Jahr hat, dann kostet er mich 40% mehr. Kann ich mit so einen Aussagen was schätzen? Ja, kann man. Dann gibt es noch eine andere Art und Weise, dass hier intern in dem Programm gibt es entweder eine sequentielle Dateiorganisation oder eine indexsequentielle. Darüber braucht man sich heute keine Schwierigkeit machen, das Gedanken mehr machen. Aber das geht nur darum, dass sie sagen, es gibt auch schwere oder leichtere Aufgaben. Ja? Und da gebe ich mir auch irgendwie eine Schätzung. Die geben mir an, in welche Richtung die Kosten gehen. Werden sie geringer oder werden sie höher? Und in etwa um wie viel? Ja? Also gut, dann sagen wir mal, ein neues Projekt soll in C realisiert werden. Zum Vergleich, eine ähnliche Entwicklung in Assembler haben wir schon programmiert. Das Entwicklungsteam hat im Durchschnitt 3 Jahre Programmiererfahrung. Jetzt nehme ich ein Team mit 5 Jahren Programmiererfahrung. Und das ist eine sequentielle Dateiorganisation, also Komplexität A. Und hier habe ich eine sequentielle Dateiorganisation. Das war also Komplexität A versus B. Ja? So, wie mache ich das jetzt? Assembler zu C, 140 zu 100%, das heißt also, ich spare mir 40%. 5 Jahre zu 3 Jahre, da 80 zu 100, was hatten wir da? 5 Jahre Programmiererfahrung? Ja, da gewinne ich 20%. Sequenziell zu Index, 80 zu 120, das kostet mich 140%. Sequenziell, ich spare mir 40 Kosten. Ja? Das gibt also insgesamt einen Mehraufwand von 20 Punkten. So laufen diese Schätzungen. Verstehen Sie? Sie sagen, ich habe 2 vergleichbare Aufgaben, die bepunkte ich, aha, jetzt kommt der Schluss. Und danach sage ich, ob ich teurer werde oder billiger werde, abhängig von den Kosten, dem Team, der Programmiersprache und der Schwierigkeit der Aufgabe. Ja? So, wir überspringen jetzt mal die Multiplikatormethode, dürfen Sie sich selber anschauen. Die Phasenaufteilungsmethode bitte nicht studieren, die steht nur da zur Abschreckung. Phasenaufteilungsmethode funktioniert in der Praxis nicht. Die sagt nämlich, ich habe eine feste Aufteilung in Definition, Entwurf, Codierung und Test und den gibt es nicht. Der ist in Projekten stark unterschiedlich. Ja. Nur zur Abschreckung. Schätzmethode Kokomo 2 ist dann die letzte der Schätzmethoden. Ich sage Ihnen nur ganz kurz, wie die aussieht. Da gibt es eine komplizierte Formel. Die sagt, ich muss wieder die Größe schätzen. Dann habe ich einen Justierungsfaktor A davor und der hat einen Exponenten und der ist ein bisschen größer als 1. Das heißt, es sind etwas mehr als superlineare Kostenfunktion, Übersetzung von Größe in Personenmonate. Ja? Also in diese Formel eingesetzt, Skalenfaktoren und Einflussfaktoren eingesetzt, gibt mir eine Schätzung für die Personenmonate. Ich zeige Ihnen, was dabei rauskommt, wenn man so etwas nimmt. Und zwar, wir nehmen also wieder diese Formel her, ja, diese Formel. Wir setzen das ja alles zu 1. Skalierungsfaktoren 1,6, 5, 3 und 0 setzen wir ein. Wenn wir die alle einsetzen in den Nominalwerten, Maximal- und Minimalwerten, dann kriegen wir einen Unterschied von 1,26, 1,16, 1,01 für diesen Exponenten. Einmal wird das alles zu 0. Skalierungsfaktoren sind alle unerheblich. Und dann schauen wir uns noch diese anderen Faktoren an, die kommen ja multiplikativ dazu, die setzen wir einfach alle zu 1. Ja? Und dann schauen wir uns die Kurven an. Größeres Projekt liegt zwischen 10.000 und 200.000 Zeilen Code. Dann bekomme ich Personenmonate hier raus, die sehen ungefähr so aus, diese 3 Kurven. Skalenfaktoren extrem hoch, nominal und sehr niedrig. Ja? Skalenfaktoren bedeuten immer eine Verbesserung. Und dann bekomme ich also Personenmonate, einen Unterschied zwischen 500 und 2500 Personenmonate können mir bei dieser Größenordnung, die ich hatte, an Umfang, der dieses Kokomo-Modell abbilden. Und Sie sehen auch, es sind leicht ansteigende Kurven, die ziehen in Betracht,
die Anzahl Zeilen Code und wie viel Kommunikation ich dafür brauche. Ja, also leicht superlinear, und dieses Modell können Sie übrigens auch im Internet abrufen. Suchen Sie einfach nach Kokomo 2 und können Sie die Zahlen reingeben und das rechnet Ihnen das aus. Die Delphi-Schätzmethode, die können wir noch behandeln. Und die Delphi-Schätzmethode sagt, wie das Orakel von Delphi, ich überlege mir eine Zahl. Ja? Und das geht also so, in mehreren Runden sagt jeder Schätzer, gibt anonym eine Zahl ab, plus Begründung auf einer Karte. Und am Schluss werden die Karten aufgedeckt. Und die zwei, deren Schätzwerte am weitesten auseinander liegen, die müssen hergehen und erklären, wie sie dazu kommen. Das ist eine Methode. Oder wir machen noch eine Runde. Und wenn sich nichts mehr ändert, dann nimmt man den Durchschnittswert. Ja? Wichtig ist jetzt wieder, dass die erste Schätzung unbeeinflusst ist. Die mache ich also wirklich anonym. Ich weiß nicht, was die anderen denken. Bei den anderen Runden kenne ich natürlich die Werte der anderen. Ja? Und wenn ich jetzt feige bin, dann gehe ich mit meiner Schätzung ein bisschen runter oder ein bisschen rauf. Ja? Oder ich bestehe drauf. Das ist so, wird so sein, und zwar deswegen. Dann begründe ich das. Dafür gibt es jetzt natürlich eine Delphi, das ist jetzt nicht mehr so richtig cool, jetzt muss es anders heißen. Das heißt jetzt Planning Poker oder Planungspoker. Er geht so, das stammt wieder aus der XP, agilen Ecke. Die machen alles neu. Wir haben einen Kartenstapel mit Karten von unterschiedlichen Werten, die aber stark wachsen. Zum Beispiel 0, 1,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, unendlich und keine Ahnung. Jeder Teilnehmer legt jetzt seine Karte, nimmt eine Karte und meint, die richtig ist. Wir überlegen uns, was die Einheiten ist. Ja? Sind das jetzt Tage oder sind das Jahre oder sind es Stunden oder sind es Monate? Also gib eine Schätzung ab in Monaten. Personenmonaten zum Beispiel. Das wäre jetzt vernünftig. Dann lege ich also meine Karte mit 13 auf, mit der Zahl nach unten, damit sie keiner sieht. Dann werden alle aufgedeckt. Die Schätzer mit hohen und niedrigen Werten begründen ihre Schätzung. Dann wiederholen wir den Prozess. Sagen sie, das habe ich nicht gedacht. Na, ändere ich meine Schätzung vielleicht in die Richtung in eines anderen Kollegen, und dann wiederholen wir das. Und dann haben wir noch eine Eieruhr, die sagt, ihr dürft aber nicht länger als so und so lange arbeiten, und damit der Prozess in einer Viertelstunde oder 20 Minuten vorbei ist. Und wer hätte es anders gedacht, gibt es natürlich auch Apps dafür. Die können Sie also auf Ihr Mobiltelefon holen, da sehen Sie die Karten, 3, 5, 13, 20, 14, 90 und so weiter, und Zeit für Kaffee. Ja, hier können Sie noch unterschiedliche Karten, also gibt mehrere davon, Planning Poker, können Sie auch gewissermaßen in der Straßenbahn machen, wenn Sie wollen. Aber was wissen wir jetzt? Was soll das jetzt alles bedeuten? Ja? Wir machen noch einen ganz kurzen Vergleich. Dann haben wir nur noch ein Kapitel, das können wir leider nicht mehr packen, aber das können Sie selbst lesen, ist nämlich nicht schwierig. Das ist das Kapitel über Auslieferung und Wartung. Ja? Ist auch untechnisch. Jetzt ist also so, ich kann immer eine genauere Schätzung angeben, wenn ich mehr weiß. Ja, wenn ich zum Beispiel schon einen Prototypen geschrieben habe, dann kann ich ziemlich genau angeben, was der endgültige Schätzwert sein wird. Ja? Für frühzeitige, grobe Schätzungen gibt es die sogenannte Analogiemethode. Die hatten wir ja. Ich habe ein ähnliches Projekt, sage, wie viel mehr muss ich denn da machen? Was muss ich davon übernehmen? Was kann ich übernehmen? Was muss ich überarbeiten? Die Relationsmethode, sage ich, wie geht es, in welche Richtung geht es? Oder den Planungspoker oder Delphi-Methode, wenn Sie wollen. Ja? Wenig Information, aber ich brauche sehr viel Erfahrung dafür. Ja? Ich muss ähnliche Projekte kennen. Das funktioniert nicht. Ja? Sind die Einflussfaktoren während der Entwicklung bekannt? Also die Einflussfaktoren hatten wir jetzt nicht durchgesehen. Da kommen zum Beispiel Teamqualität ins Spiel, die Zuverlässigkeit, die Erfahrung, Presidentness nennen Sie das zum Beispiel. Hat man schon so ein ähnliches Projekt gehabt und so weiter. Wenn ich die Einflussfaktoren bestimmen kann, während der Entwicklung, dann benutze ich das Kokomo 2. Ja? Wenn ich Daten im Unternehmen gesammelt habe, die sagen, also für Zeilencode von der und der Komplexität, die kann ich übersetzen in Personenmonate, weil ich meine Teams sehr gut kenne, dann nehmen Sie die Multiplikatormethode. Ja? Das war's.